Hallo Leute, wir sind hier in Oxygen Not Included. Der Mordrak hatte mir wieder was geschrieben, dass ich irgendwo was falsch gemacht habe. Ach, wir gucken erst das Intro und nach dem Intro gucken wir mal, wo die Stromversorgung dann war. Und da habe ich irgendwas mit den Brücken falsch gemacht. Das müssen wir uns nochmal angucken, ne? Ich würde sagen, schaut's Logo. So, jetzt war das hier hinten irgendwo, aber dafür müssen wir sowieso erstmal Strom auswählen, das Kabel auswählen und das war hier. Und dann hat er mir gesagt, dass ich, wenn ich das trennen möchte, einfangen, nee, angreifen, nee, wo war denn jetzt das Trennen, ne? Da, die Schere, dann muss ich das irgendwie so machen. Oder so machen. Und so machen. Und so machen. Und so machen. So, jetzt haben wir das erstmal alles weggeschnitten. Ah, hier ist jetzt nur eine Brücke. So, dahinter ist Strom, der kommt. Strom. Machen wir gerade Pause. So, der Strom kommt aus dem Generator, geht hier hin, das ist richtig, und versorgt den. Und er muss auch die Tür versorgen und das geht so rüber und dahin und dahin. So soll es doch sein. Das war doch richtig da, oder? Aber die dicken Leitungen, die bräuchte man rein theoretisch hier nicht. Kann man das updowngraden? Wohl nicht. Dann lassen wir das besser so. So, weiterlaufen lassen. Nochmal gerade Ernährung hier rein. Mordrak sagte noch, Mehlaußen wollen wir nicht essen. Wir wollen Nährstoffriegel. Matschriegel wollen wir nicht essen. Den wollen wir frittiert essen. Wir wollen keine Eier essen. Die machen wir nämlich gebraten dann. Also rohe Eier hier. Wir wollen kein Fleisch essen. Das ist auch richtig. Das passte. Das passte. Und die Pilze wollen wir frittieren. Ne, frittierte Pilze war richtig. Wo sind denn die Pilze? Die nicht frittierten. Haben wir die schon ausgewählt? Salat. Keiner Dingens. Haben wir richtig. Ah, da sind die Pilze. Die wollen wir auch nicht essen. Weil die wollen wir frittiert essen. So, dann müssen wir gerade hier nochmal reinschauen. Das haben wir. Barbecue mal eingelegte Mahlzeit. Soufflé, frittierte Pilze. Haben wir auf unendlich. Das passt. Haben wir sowieso nicht da. Omelette ist klar und frittierter Matsch. Den machen wir mal gerade auf für immer und endlich jetzt gerade hier, solange das da ist. Jetzt weiß ich immer noch nicht, hier leuchtet zwar alles. Jetzt müssen wir nur gucken, dass mal einer da kochen geht. Ne? Ah, da kommt doch der Koch gerade, oder? Ah, siehe da, Lampe ist grün, aber Licht ist nicht an, oder? Mal gerade Stopp. Ja, die Lampe hat auch keinen Strom, deswegen geht das auch nicht. So, dann fehlt uns da noch irgendwas mit Strom. Die ist aber angeschlossen. Aber die haben alle keinen Strom hier. Das heißt, hier oben ist irgendwas am Versagen. Aber hier ist kein Strom. Der Generator funktioniert irgendwie nicht. Schwellenwert für Treibstoffanfrage soll ja schon längst erledigt sein, ne? Und die Prio müssten wir dann halt vielleicht höher machen. Das könnte sein. Haben wir denn hier irgendwo? Hier ist auch gar kein Ding ins Behältnis für Kohle, ne? Lass mal weiterlaufen, oder? Läuft's oder läuft's nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Die laufen noch, okay. Wir müssen hier oben mal einen Container mit Kohle hinstellen, damit die nicht so weit laufen müssen für die Kohle, ne? Bau den mal ein bisschen schneller. Vielleicht klappt's dann ja auch, ne? So, das haben wir. Dann wird das vielleicht mit dem Strom auch klappen. Das mit dem Essen haben wir gerade auch gemacht. Hier sieht es gut aus. Wie alt ist der Hatch? Den hat er nämlich Mordrak dann auch umgebracht. 77 von 100. Den greifen wir an, dann gibt es da Essen. Hier lief irgendwo noch einer, meine ich, rum, oder? Da oben ist er. Der ist noch älter. Also auch angreifen, damit wir was zu essen kriegen. Wie sieht es denn überhaupt mit. Ach so, Zeitplan, das war das Neueste. Da habe ich irgendwie noch was falsch. Warte, das sieht gut aus. Das sieht eigentlich auch gut aus. Ach, hier ist der eine wohl falsch, ne? Das muss orange werden, ne? So, dann passt das, glaube ich. Wir können aber gerade noch mal reingucken. 2, 4, 5, 3 und da sind 6. Okay, das geht. So, und dann Forschung machen wir gerade nichts, ne? Oder warte, das können wir ja hier sehen.
Aber wo sind wir denn mit der Forschung höher? Da wird gerade nichts geforscht. Muss eigentlich auch nichts geforscht werden gerade, glaube. Lass uns hier gerade mal reingucken. Wie sieht es hiermit aus? Wird das jetzt langsam besser? Also er hätte jetzt hier einen Punkt. Auch den könnten wir sogar ausführen. Schutzanzugtraining machen wir. Hier. Das ist mir zu knapp. Der ist immer noch überlastet. Das ist zu knapp. Das ist zu knapp. Okay. Passt erstmal. Dann haben wir das. Was ist denn im Kühlschrank drin? Ne? Essbar, Kochzutaten, okay. Kühltinhalt 120, 84 von 100 Kilo. Okay, ein Kühlschrank. Ich weiß nicht, da hat Mordak auch irgendwas anderes gemacht in dem Video, aber ja, hier hat er in der Farm dann auch noch irgendwie was gemacht, ne? Weil er meinte, dass da nur einer drin sein muss. Der ist 5 Jahre alt. Der ist 15 Jahre alt und der ist 10 Jahre alt. Und das passt. Das muss nur einer drin sein, hat er geschrieben. Hier unten haben wir jetzt erstmal genug Wasser. Ja, okay. Jetzt bin ich gerade hier am Überlegen, da haben wir was zusammengedrückt, aber Graben machen wir mal hier. Wenn wir da gegraben haben, können wir den Sauerstoff hier mal. Achso, das können wir sowieso so mal machen, ne? Das muss sowieso alles zu. Oder? Ja. Verschmutzter Sauerstoff. Weiß ja auch nicht, was wir damit machen. So, da ist das schon passiert. Hier ist noch eine Rutschestange. Was? Weiß ich auch nicht, wo die hingehen soll. Hier ist eine ganz weit. Hier haben wir da mal unterbrochen, was vielleicht auch Sinn gemacht hat. Gut. Wie viele Zyklen hat der noch? 9,2 Kilo. Nee, Wasser nicht. Wo steht's denn jetzt hier? Nächste Aktivität in 21 Zyklen, das ist noch weit hin. Hier ist jetzt, da haben sie schon mal gegraben wegen Algen. Algen sind mit einer Tonne nicht gerade viel, aber sie sind da. Das heißt, wir müssten jetzt mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen weiter graben, oder? Den können wir ausgraben. Die können wir auch ausgraben. Die auch. Grab mal hier aber eine Leiter hin. Ja, können wir gleich hier auch eine Leiter machen. Macht da auch eine Leiter raus. Ich glaube, wir müssten jetzt hier eine Leiter hingraben und dann können wir hier nochmal so runtergehen. Jetzt müssten wir gerade den Schleim gucken, ob der da unten kontaminiert ist. Ist er, dann würde ich den ja gar nicht haben wollen. Ne? Dann bleibt mal da lieber einen von weg. Und diese hier können wir graben. Ah, hier wird schon gearbeitet. Dann auch krass, ne? So, wenn wir das haben, können wir hier auch so machen. Und ne, da nicht, sondern da. Den graben wir auch noch aus dann. Dann kann man den da wegmachen. So, das läuft erstmal alles hier noch. Ist das hier kontaminiert? Na super, da haben wir ja richtig gut gemacht, oder? Nicht atembares Gras. Aber da müsste jetzt doch hier alles die schlechte Luft sein, oder? Hier müsste doch verkeimte Luft sein, oder sehe ich das falsch? Weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja, lass mal so. Hier haben wir jetzt alles schon zusammengedrückt, ne? Was ist da drin eigentlich? Oder was sollte hier gelagert sein? Weiß ich jetzt auch nicht. Hier, wie sieht es denn mit dem Sauerstoffplan aus? Hier unten schlecht. Da oben geht's. Hier haben wir super Sauerstoff, ne? Aber den Wachstum gestoppt wegen Luftdruck. Wir müssen das hier mal abpumpen, damit das dann auch klappt, oder? Hier haben wir Strom. Wie ist das mit dem anderen Strom da oben? Ist da jetzt was passiert? Ja, ist. Das heißt, dieses funktioniert jetzt auch. Ja, hat auch geklappt hier. Das Licht ist an. Wir produzieren dann besser. Da gab es jetzt auch gerade eine Knorpelbeere.
Eingelegte Mahlzeit, Knorpelbeeren. Aber Knorpelbeeren werden ja weiterverarbeitet, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ah, hier Pufflet-Ei und Kompakt-Pufflet-Ei. Könnte man machen, ne? Ja, den haben wir hier drin, ne? Der produziert ja Oxalit. Aber der formt es eigentlich nur den Sauerstoff hier raus um in Oxalit, glaube ich. Ob das Sinn. Aha, es macht irgendwie Sinn, hat Mordrak geschrieben. Beziehungsweise gesagt. Ich weiß noch nicht. Was macht Essen? 22.000. Das geht schon mal. Also die Sachen, die Mordrak erzählt hat, die fruchten alle langsam. So, wie sieht es hier oben weiter aus? Ja, das findet Mordrak zum Beispiel nicht so gut, so ein Algenterrarium, ne? Kann man hier was aufwischen? Ja, kann man, das ist schon mal gut. Weil das wollen wir eigentlich auch aufwischen. Da ist noch so ein Filter. Und hier drücken wir das eigentlich weg, ne? Das heißt, den können wir jetzt zerlegen. Und daneben können wir wieder einbauen. Das können wir eigentlich hier komplett zubauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Warte mal, dann können wir jetzt hier noch mal Graben machen. Der da kann weg. Dann können wir den bauen. Und der kann es ja legt werden, ne? Weil dann kann ich den auch zumachen, ja. Gut. Ja, und hier oben sind wir auch irgendwo. Ach, guck mal, hier gibt es auch noch irgendwie was. Sind das hier oben schon die Asteroiden, die so reinknallen? Ich glaube ja, ne? Wieso hat hier einer Pipi hingemacht? Ah, das Wasser wird auch weniger, ne? Hier ist ein Pilz, ne? Eine Pilzspore. Ha, wo willst du die anpflanzen? Das ist die Frage. Ich habe da noch keinen Raum für. Irgendwo haben wir doch hier in der Nähe bestimmt Strom, ne? Oder? Eine dicke Leitung sogar. So 120, 360. Hier, die beiden müssten dann noch angeschlossen werden, ne? Aber da ist schon ziemlich viel dran, ne? Obwohl, die brauchen nicht so viel Strom. Okay, das geht. Das können wir alles anschließen. Allerdings mit dieser Leitung. Die sind angeschlossen. Der muss noch angeschlossen werden. Und der muss dann auch angeschlossen werden. Dann sieht es erstmal gut hier oben aus, oder? Vielleicht wird es dann besser. Das wollen wir ja zusammendrücken. Oh, da kommt irgendwas. Bestimmt ein Hilfspaket wieder. Blaupause. Hilfspaket. Aber ein Pocke-Panzerleich. Wie war das mit dem Pocke-Panzerleich? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, Pocke-Panzer. Warte mal, das muss ich nochmal lesen. Pocke-Panzer suchen, da. Vorher sind wirbellose Tiere, die Abfälle und weggeworfene Nahrung, die von anderen Kreaturen zurückgelassen wurden, verzehren. Sie haben beeindruckend große Krallen, die sie bei Nichtgebrauch sich an ihren Schalen anziehen und schwitzen. Zur Auswachsen müssen sie regelmäßig Teile ihres Exoskeletts abstoßen, um Platz für neue Wachstum zu schaffen. Obwohl es dramatische Schuppen früh in der Pubertät eines Panzerwals entstehen werden, werden ihr Gesamtwachsenerlebnis weiter wachsen bis zu dem Tag, an dem sie schließlich sterben. Abfälle und weggeworfene Nahrung. Verrotteten Haufen. Komfortbereich 15 bis 70. Okay, Puckepanzerhülle, eine Einheit. Verschmutzte Erde ist da dann. Und daraus wird Sand.
Und da nimmt er verrotteten Haufen und da wird auch Sand raus. Und dann gibt es noch die Special Guests hier. Weiß aber jetzt nicht, ob ich verschmutzte Erde so viel hätte. Verschmutzter Sauerstoff. Wo hätte ich verschmutzte Erde? Erde ist hier. Verschmutzte Erde. Habe ich nicht. Oder doch, da hinten irgendwo. 10 Kilo sind es, okay. Ja, ich glaube, dann brauchen wir den nicht. Das ist bestimmt zu wenig, oder? Aber ein Dupe nehmen bringt auch nichts. Ja, da warten wir erstmal ab. Ich würde mal sagen, das kann der Mordrak mir bestimmt was zu sagen, ob ich den nehmen sollte, ob der mir was bringt oder nicht bringt. Gut, wie geht's weiter? Das ist die Frage. So ein bisschen ist das ja noch da. Gastank, da haben wir Rohr blockiert, okay. Ja, hier ist Dingens, das ist der Entleerer, ne? Gut. Hier passiert glaube ich nichts, ne? Die sind erstmal ganz gut unterwegs. Die Farm hier funktioniert soweit erstmal. Ist ein bisschen klein, aber geht. Wie kommen wir denn eigentlich weiter nach unten jetzt hier voran? Okay, hier ist schon was passiert. Das heißt, den kann ich zerlegen. Und wie muss ich das denn jetzt hier machen? Ich glaube, ich muss so graben. Dann muss ich den zerbauen. Warte mal, das muss ich hier so machen, glaube ich, und so machen. Dann können die den da abbauen. Und hier unten kann ich auch schon was zubauen. Das können wir schon mal komplett so zubauen eigentlich. Wie gehabt, ne? Geht so nicht, okay. Ja. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Jetzt sind wir 2 Tonnen Algen. Das ist schon mal ein bisschen. Da gibt es Sand. Der ist noch nicht aktiv. Hier haben wir Wasser noch schmutziges drin. Wie sieht es denn hier mit kontaminiert aus? Überall. Jetzt müsste ich noch kontaminiert sehen und Algen, ne? Hier sollen wir mal vielleicht reingehen und gucken, wie das geht. Oh, hier ist Kohle, die sollen wir vielleicht abbauen. Nicht da, sondern graben. Kohle brauchen wir. Hier ist überall auch noch Kohle. Bauen sie schon ab, sehr gut. Haben wir da oben das Ding fertig? Ja, und da muss dann auch noch Kohle rein. Gut. Haben wir ausgewählt. Der Kreislauf hier für die Toiletten, der hoffentlich funktioniert. Oh, das sieht ja erstmal alles ganz gut aus, oder? Ja. Vielleicht geht das ja. So. Hier ist atembares Gas drin und da auch. Es ist halt nur zu warm, ne? Das ist unser größtes Problem. Wieso haben wir das hier so gebastelt? Weil wir das hier eindämmen wollten, das Chlorgas wahrscheinlich, oder? Gute Frage. Aber hier ist eine Brücke, da geht es ja dann auch nicht durch, ne? Wenn wir den jetzt da so hinmachen, ne? Dann klappt das, was wir vorhaben, nicht so wirklich.
glaube, wir machen den noch mal da wieder hin. Bauen da noch eine Leiter hin. Dann können wir den da abreißen. Und dann können wir hier einen reinbasteln, oder? Und die drei, der müssen wir gerade wieder abbrechen, weil das ein Fehler war. Aber den müssen wir zerlegen, haben wir schon gemacht, okay. So, Essen 40.000, das ist schon mal gut. Algen 2 Tonnen, das geht einigermaßen schon mal voran. Okay, warum ist das hier so komisch? Atembares Gas hier im Hintergrund. Keine Oberflächenkeime. Keine Ahnung, warum das hier so eine andere Farbe hat. Wahrscheinlich wegen den Schleim und sowas, ne? Gut. Guck mal, haben sie hier schon wunderbar freigearbeitet, ne? Wie sind hier die richtigen Etagen jetzt mal gerade? Also hier ist eine richtige Etage und hier ist eine richtige Etage. Dann wäre hier auch eine richtige Etage, ne? Dann ist das die richtige. 1, 2, 3, 4. Hier sind wir aus dem System dann rausgefallen, ne? Das ist hier wegen Auffangen, ne? Das bedeutet, ist ja nicht schlimm. Hier wäre eigentlich die normale Ebene. Dann müsste sie hier eigentlich sein, ne? Die doppelte Ebene damit. Machen wir nochmal den, aber wir müssen mal gerade nach Temperatur hier unten gucken. Ah, da. Ja, es ist ja alles hier zu warm, ne? Hier müsste eine Temperaturschleuse hin, die fehlt da wohl. Sehe ich jetzt auch, ob das hier temperaturmäßig, ja, da müsste ich die aus einem bestimmten Material bauen, ne? Goldamalgam, glaube ich, so war das. Wenn ich die dann dahin baue, geht das irgendwie nicht. Aber wegen der Rutschestange, ne? Warte mal, dann machen wir das mal so. Wo bauen wir die dann hin? Hier unten war schon der warme Bereich, ne? Hier könnte es, glaube ich, noch gegangen sein. Ja, dann machen wir sie so dahin und schließen das hier ab. Und die Treppe kommt dann nach hier innen. Dann können wir das hier so abschließen. So machen wir es. Dafür muss die Rutschestange da allerdings weg. Ne, zerlegen. In dem Bereich zerlegen. Und wenn das hier machen wir mal gerade auf hohe Prio. Und dann kommt da auch noch eine Dingens hin. Dann haben wir diesen Bereich abgeschlossen. Mit Temperaturen ist das hier dann so zu, ne? Hoffe ich, glaube ich, müsste so sein. So, den haben wir schon kaputt, das heißt, wir können den da hinbauen. Hoffentlich kommt der da jetzt auch wieder raus. Könnte sein, nämlich nicht, oder? Ganz schnell Prio 9. Dieses hier. Oh oh. Aber er kann sich erstmal selber helfen, kann das sein? Ah, jetzt muss die Tür natürlich als erstes gemacht werden, ist klar, ne? Ich glaube, jetzt kann er gleich schon hoch, oder? Ja, ich glaube, jetzt schafft er das. Ja, wunderbar. Gut, dann haben wir diesen Bereich erstmal temperaturtechnisch auch abgeschottet, ne? Aber da fehlt Strom. Ach, hier sind wieder so Kabel, wo ich nicht weiß, ob das so richtig ist. Ich glaube nicht.
Bau mal diese Treppe, diese Schleuse erstmal an dieses Netz mit einem dicken Kabel und wir wollen hoffen, dass es so geht. Die dauert nämlich natürlich ewig, ne? Auf und zu machen. So. Ich glaube, die Rutschestange könnte man dann besser hier neben machen, ne? Ne, da oben ist er. Mach die mal da hin und zerleg die da. Leiter zerlegen. Dann können die hier weiter runterrutschen. Algen aufgenommen, sehr gut. Da ist irgendein Samen aufgenommen. Wir machen jetzt aber einen Cut. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.